Frühlingshaft war es heute im Allgäu. Davon wünschen wir uns gerne mehr. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Allgäu TV. Ich begrüße Sie in der neuen Woche zu den Nachrichten am Montag. Und das sind unsere Themen heute. Innovation und Fischfreundlichkeit. Einweihung des Wasserkraftwerks Sulzbergau. Miteinander lernen, voneinander lernen. Gemeinsames Projekt von Berufsschülern und Flüchtlingen in Mindelheim. Und Klassenerhalt gesichert. ESVK gewinnt letztes Spiel gegen Heilbronn. 2022. Bis zu diesem Jahr möchte die Bundesregierung Schritt für Schritt den Atomausstieg schaffen. Und das bedeutet, dass erneuerbare Energien kontinuierlich eine noch größere Rolle spielen werden. Energie aus Wasserkraft rückt dabei für die Allgäuer Überlandwerke immer mehr in den Mittelpunkt. Heute wurde das neue Wasserkraftwerk in Sulzberg eingeweiht. Das Besondere, das Kraftwerk ist sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich. Nach gut einem Jahr Bauzeit und rund 8 Monate langen Tests und Simulationen ist es heute soweit. Das erste VLH-Wasserwerk in Deutschland wurde eingeweiht. VLH steht für Very Low Head und bezeichnet die Turbine, die das Wasserkraftwerk betreibt. Und die ist ideal, um trotz der geringen Fallhöhe der Iller, die nur etwas über 2 Meter beträgt, kontinuierlich Energie zu erzeugen. Die Fallhöhe ist der Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser. Aufgrund dieser niedrigen Fallhöhe galt der Standort lange Zeit als unwirtschaftlich. Diese Turbinen kommen mit dieser geringen Fallhöhe aus im Vergleich zu anderen Turbinenarten, die einfach größere Fallhöhen brauchen. Das wäre hier an der Stelle nicht möglich gewesen. Auch die vorhandene Wehranlage hatte das nicht ermöglicht. Und ja, es ist hier in Deutschland oder generell Deutschland, Österreich, Schweiz das erste Mal, dass man diese Turbinentechnik einsetzt. Im Vergleich zu den bisherigen Standorten wie in Frankreich, wo es die auch schon gibt, oder in Europa, in so ruhigen Kanälen, Stauraumkanälen, ist es hier das erste Mal in so einem Gebirgsfluss, dass man das hier auch dann einsetzt. Dass die Turbine trotz der niedrigen Fallhöhe der Iller effizient arbeiten kann, ist nicht das Einzige, was sie zu etwas Besonderem macht. Denn auch aus ökologischer Sicht ist das neue Wasserkraftwerk besonders innovativ. Und Projektleiter Walter Fessler ist stolz, dass die erste Turbine dieser Art in Deutschland im Allgäu für saubere Energie sorgt. Das Besondere an dieser Turbine ist, dass dieses Laufrad sehr groß ist, eine sehr große Geometrie hat, dann auch sehr langsam läuft, bis zu 33 Umdrehungen pro Minute. Und dadurch können Fische dieses Laufrad im Betrieb passieren, ohne beschädigt zu werden. Da das Wasserkraftwerk eine hohe Effizienz mit einer umweltschonenden Technik verbindet, war auch die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf bei der Einweihung anwesend. Eines meiner wichtigsten Anliegen ist, Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen. Und was gäbe es da als besseren Beweis als die innovative Wasserkrafttechnik und den unverzichtbaren Erfolg damit mit der Energiewende zu verbinden? Ich persönlich bin zutiefst überzeugt davon, dass die ökologische Wasserkraftnutzung und die naturverträgliche Wasserkraftnutzung Zukunft hat. Mit dem Wasserkraftwerk in Sulzberg ist man dem Ziel, sich immer mehr auf erneuerbare Energie zu konzentrieren, einen deutlichen Schritt näher gekommen. Um Wasserkraft noch populärer zu machen, sind weitere Forschungsprojekte am Laufen. Für manche ist die Wasserkraft eine rote Technologie, weil man sagt, ja, da werden die Fische in den Turbinen gehäckselt. Für andere überwiegen die Vorteile in Bezug auf CO2-Neutralität, sodass man sagt, das ist eine grüne oder eine blaue Energie. Wir wollen in unserem Projekt hier untersuchen, wie denn die Auswirkungen der Wasserkraft und vor allem die Auswirkungen dieser innovativen Anlagen, wie wir sie hier haben, im Vergleich zu den konventionellen Technologien zu bewerten sind. Die Auswertung des Forschungsprojekts wird im Herbst 2017 erwartet. Zu einer Kraftwerksanlage gehört in der Regel auch immer eine Wehranlage. Und auch die ist natürlich alles andere als gewöhnlich. Hier haben wir eine zweifältige Schlauchwehranlage. Diese Schläuche, Gummischläuche, sind wassergefüllt und können je nach Wasserfüllungsgrad in der Höhe reguliert werden. Man kann sie also auch abstauen, komplett legen bei Hochwasser. Und diese Wehranlage dient eben einmal zur Stauzielregulierung, wenn die Ausbauleistung der Kraftwerksanlage überschritten wird durch die Wasserführung der Iller, und natürlich auch für den Hochwasserfall. Umweltfreundliche Turbine und innovative Wehranlage. In dieser Kombination eine Weltneuheit und für das Allgäu ein wesentlicher Beitrag zur Energiewende.
Jeder kennt es aus seiner eigenen Schulzeit. In den Pausen bilden sich Grüppchen. Manche bereiten sich auf die nächste Stunde vor, andere tauschen die neuesten Sammelkarten und wieder andere ziehen ihre Runden und ratschen. So ist es auch an der Berufsschule in Mindelheim. Doch dort ist einer Deutschlehrerin aufgefallen, dass die Asylbewerber der Berufsvorbereitungsklassen immer alleine stehen. Das kann nicht im Sinne der Integration sein, dachte sie sich und gründete das Projekt Miteinander lernen, voneinander lernen. 8 Uhr morgens, EDV-Raum, Berufsschule Mindelheim. Seit rund einem Monat haben hier die Flüchtlinge und die angehenden Tourismuskaufleute jeden Montag gemeinsam Unterricht. Miteinander lernen, voneinander lernen, das wollen sie hier tun und so heißt auch ihr Projekt. Die Idee stammt von Jürgen Weber und der Deutschlehrerin der Asylbewerber Margot Nieberle. Wir haben uns einen Aufhänger überlegt, der die Ereignisse in Köln an Silvester eben nochmal Revue hat passieren lassen. Und darauf haben wir eine Kennenlerngruppe gemacht. Die Schüler haben sich gegenseitig vorgestellt. Die Asylbewerber und Flüchtlinge haben versucht, die Wege nachzuzeigen, auf denen sie nach Deutschland gekommen sind. Und der Abschluss des Projekts eigentlich oder der eigentliche Sinn ist, dass wir die Erfahrungen, die beide Gruppen gegenseitig machen, dann in die anderen Klassen multiplizieren. Dafür hat diese Gruppe eine Präsentation erarbeitet. Alle im Projekt vertretenen Nationen wollen sie kurz und knapp vorstellen. Das Wichtigste eben, Hauptstadt, Nationalgericht, traditionelle Kleidung und so weiter. Aus insgesamt 7 verschiedenen Ländern stammen die Flüchtlinge, darunter Somalia, Senegal und Eritrea. Länder in weiter Ferne, aus denen die jungen Männer geflohen sind. Ja, dann waren meine Schülerinnen natürlich auch sehr betroffen von den Fluchtwegen. Da sind schon auch Tränen geflossen, wo, wenn man mitkriegt, was alles passiert, in die Boote und so weiter. Das war von daher ein repräsentativer Durchschnitt von Flüchtlingen da, die so unterschiedlichste Fluchtwege geschildert haben. Darüber und über das Projekt an sich schreibt eine andere Gruppe einen Text. Der Artikel soll unter anderem in der Schulzeitung erscheinen. Jetzt ist er fast fertig. Sie feilen nur noch an den letzten Feinheiten. Zeit für ein vorläufiges Resümee. Das Projekt war toll. Wir haben hier so viel Spaß gehabt. Und wir haben Deutsch gelernt. Wir haben andere Leute kennengelernt. Und ja, wir sind ja zusammen hier und alles gut bei uns. An einem anderen Tisch arbeiten sie an den Regeln für ein friedliches Zusammenleben. Sich an diese Grundsätze zu halten, war für alle hier nie ein Problem. Das wollen sie mit ihrem Plakat zeigen. Und damit alle Flüchtlinge an der Berufsschule das verstehen, übersetzen sie ihr Motto in alle 7 Sprachen. Wir sind eine Welt, nicht die einzige Weisheit, die Schüler mitnehmen. Ich habe daraus gelernt, dass wir alle gleich sind und dass es auch jeder so empfinden sollte und niemand irgendwelche Vorurteile gegeneinander haben sollte. Wenn nach dem letzten Treffen nächsten Montag alle diese Meinung vertreten, ist das Projekt ein voller Erfolg. In den kommenden Wochen wollen sie in die anderen Klassen gehen und ihre Erfahrungen teilen. Die Berufskraftfahrer haben sie schon eingeladen. Eine einsame Eselin hat in Oberjoch für Aufregung gesorgt. Bei ihrer Suche nach einem Gesellen hat sie sich auf einem Klinikgelände verirrt. Dort war man besorgt um die Sicherheit der Patienten und schaltete die Polizei ein. Jetzt geht in Oberjoch aber alles wieder seinen geregelten Gang. Der Stall der Eselin wird fortan besser gesichert und somit sind künftig für die Eseldame auch keine Ausflüge mehr möglich. Wäre nun noch wünschenswert, dass sie vielleicht einen anderen Esel zur Seite gestellt bekommt, damit sich ihre Wanderlust etwas legt. Mehr Nachrichten aus dem Allgäu gibt es gleich hier bei uns in Allgäu TV Kompakt. Jetzt informieren, jetzt planen, jetzt bauen. Jetzt hingehen zu den Allgäuer Immobilien- und Bautagen auf dem Messegelände Eichstadion in Kempten. Über 100 Aussteller informieren Sie über wirklich alles, was Sie für Neubau, Umbau, Sanierung oder ein schöneres Zuhause wissen müssen. Erleben Sie Vorträge, Ausstellungen und interessante Aktionen. Bei den Allgäuer Immobilien- und Bautagen am 16. und 17. April von 10 bis 18 Uhr. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft Dolomiten exklusiv. Der neue Dolorama-Track. Romantisch und modern. Bayerns schönste Hütten. Dazu im Test Mountainbikes.
und als extra 16 Seiten Faszination Trailrunning. Jetzt im neuen Alpin. Kauf ich! Im Stehlin in der Gerberstraße der Kemptener Innenstadt wird weiterhin Bürobedarf und Bürotechnik angeboten. Frisch umgebaut ist der neue Stehlin für Schreibwaren und Einrichtungskultur. Auf rund 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche finden die Kunden alles, was man rund ums Schreiben so braucht. Wir haben so ziemlich jeden Stift, den Sie sich vorstellen können, von 30 Cent bis 3000 Euro. Meiner ist eher günstig, weil ich die ab und zu verliere. Weitere Schwerpunkte sind beispielsweise der Künstlerbedarf oder die große Auswahl an Schulranzen. Daneben gibt es aber auch ein paar Dinge, mit denen man nicht unbedingt in einem klassischen Schreibwarenladen rechnet. Wie zum Beispiel Grillsoßen, kulinarische Spezialitäten oder auch Handtaschen und Geldbörsen. Wir haben eine sehr große Tradition, wir sind über 160 Jahre alt, wir sind ein Familienunternehmen, bei uns wird der Kunde sehr gut betreut, wir haben einen guten Service, wir haben eine persönliche Beziehung zu unseren Kunden und haben natürlich auch ein ausgewähltes Sortiment. Ein großes Angebot bietet Stehlin auch bei Büroeinrichtungen für moderne Büro- und Arbeitswelten inklusive 3D-Planung. Hier profitieren die Kunden vom umfangreichen Fachwissen der Mitarbeiter sowie intelligenter Einrichtungslösungen. Aber auch für das eigene Zuhause gibt es hier jede Menge Möbel zu entdecken, angefangen von gemütlich bis hin zu echten Designklassikern. Sport und Danceparty zugleich. Besser geht's nicht. Professionelle Aqua-Zumba-Trainer zeigen euch zu heißen lateinamerikanischen Rhythmen, wie es geht. Ihr zahlt nur den Eintritt, die Zumba-Kurse sind kostenlos. Auf geht's zum erfrischendsten Workout aller Zeiten. Und das sind die Meldungen vom 11. April. Im Zuge von Ermittlungen im Drogenmilieu hat die Polizei heute gleich mehrere Objekte im Allgäu durchsucht. Es sei eine nicht unbedeutende Menge Rauschgift sichergestellt worden, so die Beamten. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Sie stammen Polizeiangaben zufolge aus dem Rockerbereich und seien im Raum Memmingen bei einem vermuteten Rauschgiftgeschäft auf frischer Tat ertappt worden. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Die Stadt Lindau hat für die Sanierung des Stadtmuseums Kavatzen möglicherweise mehr Zeit als ursprünglich angenommen. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Vertretern der Stadt und der Förderer. Ursprünglich hatte es geheißen, dass die Stadt die Arbeiten bis 2020 abgeschlossen haben muss. Das ist offenbar aber unzutreffend. Es sei deshalb auch nicht zwingend notwendig, dass die Arbeiten noch heuer begonnen werden müssen. Der Umbau des Kavatzen ist mit etwa 18 Millionen Euro veranschlagt. Allein der Bund hat 8,6 Millionen Euro an Fördergeldern zugesagt. Die Stadt Mindelheim kann die Sanierung der Maximilianstraße erst später abschließen als geplant. Eigentlich sollten am 2. Mai die Arbeiten für den letzten Bauabschnitt beginnen, daraus wird aber nichts. Die Arbeiten müssen auf das nächste Jahr verschoben werden. Der Grund? Bei der Ausschreibung war nur ein einziges Angebot eingegangen und das lag deutlich über den veranschlagten Kosten. Heute Abend wird der Stadtrat vermutlich eine Neuausschreibung der Maßnahme vorschlagen, was bedeutet, dass die Arbeiten erst im nächsten Jahr angegangen werden können. Mit der Sanierung der Wasserburger Halbinsel wird in diesem Jahr nicht mehr begonnen, auch nicht, wenn sich die Bürger für das Projekt aussprechen. Der Finanzausschuss des Ortes hat im Haushalt für das laufende Jahr 100.000 Euro für die Planungskosten berücksichtigt. Alles Weitere kann frühestens im nächsten Jahr passieren, so die Räte. Wie berichtet, wird es einen Bürgerentscheid über den Umbau der Wasserburger Insel geben. Am 8. Mai haben die Wasserburger die Wahl, ob die Halbinsel entsprechend den Planungen umgebaut wird oder nicht. Die Memminger SPD hat am Wochenende den Bauingenieur Markus Kennerknecht als Kandidat für das Oberbürgermeisteramt nominiert. Kennerknecht, hier Bilder von seiner Vorstellung, ist aktuell noch für das Bauamt der Stadt Immenstadt tätig. Der 45-Jährige will im Oktober in die Fußstapfen von Deutschlands dienstältestem Oberbürgermeister Ivo Holzinger treten. Der durfte aus Altersgründen nicht mehr antreten. Kennerknecht wurde einstimmig bei einer Enthaltung nominiert. Die anderen Parteien haben noch keine OB-Kandidaten vorgestellt. Müde Memminger haben am Wochenende ihr Spiel in der Fußballregionalliga verloren. 2:0 hieß es am Ende für Gegner Fürth. Der FC Memmingen bleibt damit auch im 5. Ligaspiel ohne Dreier und fällt in der Tabelle auf Platz 14. Soweit die Meldungen am Montag, dem 11. April, und jetzt das Wetter.
In der Nacht auf Dienstag ist es im ganzen Allgäu sternenklar und es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf plus 6 bis plus 8 Grad. Der Dienstag zeigt sich von seiner sonnigen Seite. Nur in Teilen des Unter- und Ostallgäus verdecken gelegentlich Wolken den Himmel. Das Thermometer erreicht schon vormittags plus 14 Grad. Im Oberallgäu werden es sogar bis zu 18 Grad plus. Im Laufe des Tages ziehen vereinzelte Wolken vom Unterallgäu in Richtung Westallgäu und Bodensee. Die Temperaturen klettern dennoch weiter auf bis zu plus 20 Grad. In den Allgäuer Bergen ist es ebenfalls freundlich und nahezu windstill. Tagsüber erreichen die Temperaturen auf dem Nebelhorn bis zu 10 Grad. Am wärmsten wird es auf den Gründen mit plus 16 Grad. In den folgenden Tagen verschlechtert sich das Wetter wieder. Die Temperaturen sinken am Mittwoch tagsüber auf plus 12 Grad. Stellenweise regnet es. Donnerstag bleibt trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Dazu gibt es Höchstwerte von 13 Grad. Am Freitag wird es dann regnerisch. Die Sonne bleibt hinter den Wolken versteckt. Das Thermometer steigt dann nicht über 11 Grad. Spannender geht es nicht. Im letzten von 7 Spielen hat sich der ESV Kaufbeuren gegen die Heilbronner Falken durchgesetzt. 4:2 hieß es am Ende einer umkämpften Partie und durchatmen heißt es jetzt beim ESVK, der in der zweiten Eishockeyliga bleiben kann. Am Freitag schon hätten die Joker den Sack zumachen können, da gewannen allerdings die Falken aus Heilbronn und glichen zum 3:3 nach Spielen aus. Das allerletzte Spiel musste die Entscheidung bringen und die fiel zugunsten des ESVK. Jubel, Trubel, Heiterkeit in der bis auf den letzten Platz ausverkauften Sparkassenarena zu Kaufbeuren. Es ist wirklich passiert. Der ESVK bleibt in Liga 2. Im 7. Spiel ist die Entscheidung gefallen. Spieler, Fans und Vorstand sind mit den Nerven runter. Ja, das ist unglaublich nervenaufreibend und dann natürlich ein riesen Abnutzungskampf von beiden Mannschaften. Wir haben ja schon die 7 Spiele gegen Freiburg gehabt und jetzt die 7 Spiele gegen Heilbronn. Wir haben am 11. März ist es losgegangen und jetzt ist der 10. April. Innerhalb von einem Monat 14 Spiele. Also eine unfassbare Summe an Spielen, an Fahrten, an Emotionen. Also einfach unglaublich, was so diese Playdown-Runden sind. Ja, aber das hätte alles nicht sein müssen, wenn der Kampfgeist aus dieser Partie schon vorher irgendwann durch die Kabinengänge geschwebt wäre. So hieß es also, Not gegen Elend, Teil 7. Die beiden nominell schlechtesten Teams der DEL2 spielen gegen den Abstieg. Das erste Drittel beginnt aggressiv. Beide Teams schenken sich nichts. Heilbronn schnell in Unterzahl, die Joker aber nicht nutzen. Erst in der 11. Spielminute gelingt es Kaufbeuren, ein Powerplay zu nutzen. Lee Baldwin ist es schließlich, der den Puck ins gegnerische Tor befördert. Mit Hilfe eines Gegenspielers zwar, aber egal. 1:0, die wichtigste Führung für den ESVK seit langem. Schönes neues Eis für Drittel Nummer 2, das es in sich haben sollte. Einer von vielen Kaufbeurer Angriffen, die am guten Heilbronner Schlussmann Erik Hatzel scheitern. Aber auch die Gäste hatten ihre Chancen. Überhaupt haben die Heilbronner im zweiten Drittel besser ins Spiel gefunden. Die Tore aber machten die Herren in den rot-gelben Trikots. 28. Spielminute, Josh Bernell mit dem 2:0. Der ESVK jetzt fest in Liga 2. Mannschaft und Fans freuen sich, nur Trainer Toni Krinne ahnt wahrscheinlich, was da noch kommt. Und zwar der Anschlusstreffer für die Falken. Markus Eberhardt überwindet Stefan Feiß in der 32. Minute. Nur noch 2:1. Das letzte Drittel begann so, wie das zweite aufgehört hatte. Viel Kampf, wenig Ertrag auf beiden Seiten. Viele Torchancen, die ungenutzt blieben, auch auf beiden Seiten. Bis zur 48. Minute. Lee Baldwin mit dem 3:1. Gästecoach Fabian Dahlem mit Einfluss auf die Mannschaft. Denn nur eine Minute später ist es Falke Patrick Schmid mit dem Anschlusstreffer zum 3:2. Heilbronn zu diesem Zeitpunkt dem Ausgleich näher, aber Kaufbeuren mit dem Glücksmoment. Josh Bernell schießt die Falken aus Liga 2.
Der ESVK bleibt und feiert. Hier zu 2 Endstand. Ein langes Elend geht glücklich zu Ende. Glücklich für den ESVK. Falkencoach Dahlem als fairer Verlierer. Kaufbeuren hat es mehr verdient als wir. Wir haben zwar im letzten Drittel noch mal bravourös gekämpft, aber das reicht nicht. Ich glaube, wir haben das Spiel heute verdient gewonnen, weil wir sehr zumindest versucht haben, immer nach vorne zu spielen, sehr viel investiert haben, um die Tore zu machen. Die nächste Saison wird hart für die Joker. Abgesehen vom besser, will man auch einiges anders machen. Und das betrifft vor allem den Kader. Das werden wir intern lösen, das werden wir intern besprechen und rigoros entscheiden und die Mannschaft verändern. Da gibt es für verdiente Lorbeeren oder sonst irgendwas keinen Bonus. Es muss ein Schnitt her, es muss ein frisches Blut rein. Die Verlierermentalität, die da implantiert ist über Jahre, da muss man schauen, dass man das wegbringt. Die Mannschaft wird verändert. Auf die ebenso bekannte wie erfolglose ESVK-Strategie des Trainerwechsels will man offenbar zunächst verzichten. Und Toni Grinner wird an der Bande stehen? Ja, wir sind uns eigentlich soweit einig, das passt alles und wir werden auch in Zukunft zusammenarbeiten, wenn nichts Grundlegendes bei irgendeiner Seite dazwischen kommt, aber davon gehe ich nicht aus. Der Verein hat jetzt gut zu tun und die Rettung in letzter Sekunde sollte sich kein viertes Mal wiederholen. In Waltenhofen ist gestern Abend ein 84-jähriger Mann von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen worden. Es sei zu einer Festnahme gekommen und bei einem der Festgenommenen habe die Polizei einen Zettel mit der Telefonnummer des Mannes gefunden. Im Laufe des Gesprächs fragte der angebliche Polizeibeamte nach Wertgegenständen. Der 84-Jährige wurde skeptisch, reagierte richtig und verständigte die Polizei. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei dringend davor, am Telefon Angaben über Vermögensverhältnisse zu machen. Im Zweifel sei es immer ratsam, die Polizei zu verständigen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit einem 70-jährigen Jubiläum. 70 Jahre Neugablonzer Schmuck. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Altersflecken, ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de. Kempten, St. Mang, gleich gegenüber von einem Supermarkt. Hier arbeitet Micky Gieser in ihrem Laden M1 Coiffeur. Ihr Motto: gute Arbeit und eine gute Atmosphäre müssen nicht teuer sein. 13 Euro nennt man viele Billigfriseur, Billigabfertigung oder sonst irgendwas, ist aber bei uns überhaupt gar nicht. 13 Euro bringt trotzdem die originale Qualität, was eigentlich jeder teure Friseur einfach mitbringt. Ist bei uns einfach Standard. Wir schauen halt immer, dass jeder Kunde halt zufrieden ist, dass er halt einfach ihren Kaffee halt auch eben beim Haare einfärben, Wartezeit einfach bekommen, verwöhnt werden bei uns und sich einfach mal beim Friseur fühlen. Fühlen, wohlfühlen, das sind die zentralen Begriffe im Laden von Micky Gieser. Neben den üblichen Angeboten wie Schneiden oder Färben gibt es bei M1 Coiffeur aber auch Außergewöhnlicheres, wie zum Beispiel eine Keratinbehandlung. Da wird einfach das Haar einfach wirklich wieder mit Seide und Keratin aufgebaut, mit den Bausteinen eigentlich vom eigenen Haar. Und danach hat man einfach das Grausige weg. Man hat richtig schönes seidiges Haar. Man sieht es bei meinem. Ich habe es bei meinem selber auch machen lassen. Bin total zufrieden, brauche kein Glätteisen mehr, nichts mehr. Die Kundschaft von M1 Coiffeur ist bunt gemischt. Ob groß oder klein, alt oder jung. Micky Giesers Ziel ist es, dass die Menschen gerne wieder in ihren Laden kommen. Und nach dem Besuch möglichst zufrieden wieder nach Hause gehen.
Kaufbeurens größter Stadtteil Neugablonz feiert Jubiläum. Seit 70 Jahren gibt es die Vertriebenengemeinde und damit auch das, was Neugablonz so bekannt gemacht hat. Der Neugablonzer Schmuck. Der hat nämlich ebenso sein 70-jähriges Jubiläum und das wurde am Wochenende gefeiert. Ausstellungen, Führungen und außergewöhnliche Blicke hinter die Kulissen bzw. in die Ateliers der Kunsthandwerker waren geboten. Gezeigt wurde, was die Gablonzer Industrie ausmacht. Und die hat inzwischen sogar noch mehr zu bieten als Schmuck. Das traditionelle Glasperlenwickeln ist kein Ausbildungsberuf mehr. Man kann es hier noch in Kursen lernen. Man braucht unglaublich viel Geduld. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, aber die Arbeit am Lampenfeuer zwingt einen, mit ganz viel Ruhe zu arbeiten. Das ist einfach sehr, sehr schön. Anne Menzel ist Schmuckdesignerin. Gelernt hat sie Graveurin in der Schmuckfachschule in Neugablonz. Bei den Erlebnistagen Neugablonz öffnet sie ihre Werkstatt. Sie ist noch lange nicht selbstständig, hofft aber eines Tages von ihrer Arbeit leben zu können. Es kaufen leider nicht so viele, wie es schön finden. Aber es gibt auch genügend Sammler, die direkt auf solche Stücke spezialisiert sind. Es gibt sehr viele Ausstellungen, Glasgalerien und das ist für Künstler eine super Möglichkeit, auch Glasperlenschmuck in Galerien unterzubringen. Es ist nicht mehr wie früher ein Modeschmuck, den man kauft, sondern als Kunstobjekt wird es jetzt eher gesehen. Kunstobjekte waren auch ein großer Teil der Ausstellung in Neugablonz. Meisterstücke aus fast 70 Jahren waren hier zu bewundern. Meisterstücke, auch der Name der Ausstellung. Wir zeigen tatsächlich Meisterstücke. Damit meinen wir im weiteren Sinne herausragende Einzelstücke, die es wert sind, besonders geschätzt zu werden und auch besonders gewürdigt zu werden. Aber es sind auch Meisterstücke im engeren Sinne. Das bedeutet, es sind Arbeiten, die zum Abschluss der Meisterausbildung entstanden sind, in mühevoller Handarbeit, in zahllosen Stunden. Und wenn Sie es gesehen haben, unser Segelschiff, der Löwenkopf und andere Dinge, es sind unzählige Stunden, die diese Kunsthandwerker in ihre Objekte investiert haben. Der Löwenkopf ist ein Meisterstück von 1966. 1000 Glassteine, deren vergoldete Fassungen einzeln verlötet wurden. Genauso unbezahlbar wie dieses Segelschiff. Auch reine Handarbeit. Dafür steht die Gablonzer Schmuckindustrie, die heutzutage mehr denn je zu kämpfen hat. Wir stehen natürlich in einem harten Wettbewerb, speziell im Geschäftsbereich Modeschmuck mit asiatischen Importen. Und die Unternehmen müssen sehr engagiert arbeiten, um auf den Weltmärkten Erfolg zu haben. Das gelingt aber recht gut. Und das auch, weil sich ein paar Unternehmen andere Geschäftsfelder gesucht haben und die althergebrachten Fertigkeiten zum Beispiel in der Autoindustrie anwenden. Aber natürlich steht der Schmuck hier im Vordergrund. Auch der von Anne Menzel, die Gablonzer Tradition in moderner Form weiterführt. Ich sehe mich mehr als Künstlerin, habe aber eine fundierte handwerkliche Grundlage, die man ja als Künstler braucht. Die Stücke, die entstehen, sehe ich selber als Kunstwerke. Und vielleicht sogar irgendwann als Meisterstück. Denn trotz aller Billigkonkurrenz wird die Handwerkskunst aus Neugablonz bleiben. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Morgen haben wir einen Gast, der schon für viel Aufsehen gesorgt hat. Die Kuhglockengegnerin Nancy Holton. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend.